Ich glaube, wir haben exzellent gestanden von Anfang an. Haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Die hatten noch nicht wirklich eine Torchance. Machen dann ein gut rausgespieltes 1-0. Machen dann da weiter, wo wir aufgehört haben. Weiterhin sehr gut verteidigt. Machen dann das 2-0 kurz nach der Halbzeit. Das 3-0 direkt hinterher. Und dann ist es, glaube ich, gegen uns sehr schwer, da nochmal ranzukommen. Wir haben nicht gut begonnen. In der Phase hat der Gegner schon 2 gute Tormöglichkeiten gehabt. Die haben wir mit Glück überstanden. Haben dann selber 2 gute Möglichkeiten gehabt, die wir leider nicht genutzt haben. Waren dann viel besser im Spiel. Und leider fiel in dieser Phase dann das 0-1. Wir haben uns natürlich für die zweite Halbzeit extrem viel vorgenommen. Die gelb-rote Karte, ich glaube, weiß ich nicht, 50. Minute oder so, hat das natürlich alles sehr schnell wieder in andere Bahnen gelenkt. Wir haben es trotzdem probiert, haben weiter nach vorne gespielt, sind dann in Konter gelaufen. Am Ende war es dann normaler Spielverlauf. Mein Vorbild ist Marcel von Hacht. Marcel von Hacht ist unser Stürmer. Und seit dem Norderstedt-Spiel habe ich das Gefühl, ich bin eiskalt vor Tor, weil ich gedacht, bleibe ich nach dem Freistoß mal vorne und habe die Pille dann noch versenkt. In den Spielen war es so, dass wir eigentlich, außer gegen Buxtehude, die haben hier verdient einen Punkt mitgenommen, wie ich fand, aufgrund ihrer Spielweise, weil wir es nicht geschafft haben, dort Torchancen zu kreieren. In den anderen Spielen waren wir sowas von die bessere Mannschaft, hatten Chancen ohne Ende, haben sie nicht gemacht. Und genau das war in der Phase unser Manko, dass wir eben unsere Torchancen nicht genutzt haben. Vom Engagement, vom Spielerischen und so konnte man der Mannschaft bei diesen Unentschieden überhaupt nichts vorwerfen.